Wir hatten schon wieder keinen Erfolg. Das schaffen wir schon. Nein. Beim großen Kong, das schaffen wir. Wir. Ja, wir sind so. Jetzt wieder zurück auf dem Schiff, ne, weil wir jetzt weiterfliegen wollen. Wir waren das letzte Mal auf dem Planeten, aber wir haben uns gedacht, wir sortieren endlich mal unser Inventar aus. Hier, musste einfach mal sein. Guck einfach mal, das Inventar ist so schön wohl sortiert gerade. Huch. Gib uns eine Minute auf dem neuen Planet. Warte, ja, ich glaube auch. So, ich habe noch irgendwie 2400 Holz. Wieso habe ich denn so viel? Eigentlich könnte ich 2000 Holz auch mal hier lassen. Wir machen uns eine Holzkiste, wenn wir eine Heimat finden. Ich hoffe, ich habe auch noch 3000 dabei. Ich hoffe, wir finden jetzt eine Heimat. Ich hoffe doch, ich will eine Heimat. Tobi, ich will eine Heimat. Ich will eine Heimat. Gib mir eine Heimat. Ich dreh durch. Ich dreh durch. Nimm die Waffe runter. Nimm die Waffe runter. So ist fein. Und jetzt ganz ruhig. Hier, Klopapier, ich gehe erstmal kacken. So, ich kacke einfach auf den Transporter. Pass auf, ich kacke auf den Transporter. Dann beam ich dies in den Weltraum raus. Weißt du aber schon, dass das dann, dass der nächste Planet dann ein Scheißplanet wird. Das beam ich ja jetzt quasi im Warp-Tunnel, im Warp-Tunnel hier. Huch. So, fertig. Gerade noch so. Oh, das war knapp. Gott sei Dank. Wenn wir gleich von so einem gefrorenen Stück Scheiße auf den Planeten schlagen. Oder da kommt die Scheiße mit Warp hinterher, einfach vorbeigeflogen. Wie mies, da fährst du gerade im Weltraum, wird deine Windschutzscheibe einfach mal vom Stück Scheiße durchschlagen. Hui, huch. Das ging ja schnell. Oh, hier ist es eigentlich schön. Hey, das sieht doch schon nicht schlecht aus. Die Bäume sind gut. Und niedrige Gravitation, das feiere ich immer ein bisschen. Die Bäume sind schön, das Wasser ist blau, die Erde ist braun. Bis jetzt, also, ne? Hier sehen die Bäume wieder ein bisschen anders aus. Nein! Was denn? Vielleicht sollten wir mal nach rechts laufen das nächste Mal. Und eine Chili. Bist du schon wieder vergiftet? Ja, ich hab kurz an dem Loch geschlürft. Was ist das denn? Hä? Was denn? Das Vieh. Hast du nie gesehen. Ist tot. Ja. Ach, hier ist ein komischer Kackgrashüpfer. Ach, hier sind sie friedlich. Egal. Ach, für dich. Das kommt davon, mein Freund. Das kommt davon. Putzt er mir da ins Gesicht, ey. Ich glaub. Im Vorbeigehen. Der Affe lässt einen stehen. Ach, schön. Hä, hier liegt ja einfach Geld rum. 6 Pixel. Nochmal schnell Klopapier essen wieder. Oh Mann, der Planet hat mir echt gut gefallen eingangs. Und jetzt... Ja, vielleicht hätten wir echt nach rechts laufen müssen. Oh. Verstehste, der hat mir echt gut gefallen. Ja, die Bambustüren, scheiß mal drauf, oder? Ja, ich glaube auch. Wir haben eh so viel Scheiße im Inventar, also im Schiff. Schon überhand langsam. Geh ruhig vor. Ich komm da eh nicht hin. Oh, guck mal hier. Na geil. Ich kann, oh, warte mal. Ich kann da nichts für, was denn? Willst du den einen Kohleblock da nicht noch mitnehmen? Darauf falle ich natürlich rein. Ja, weiß ich ja nicht. Du hast gesagt, du bist müde vielleicht. Ich hatte gerade lustigerweise genau die gleiche Idee. Oh, warte mal. Da ist so ein Megavieh. Huch, hier ist ui, so ein... Ui, ah, ui. Ah. Ein Affenlabor, ein Labor, geil. Oh, Waffen weg. Die sind freundlich gewesen. Die waren nicht freundlich. Nicht? Ne. Oh, und Vorsicht mit diesen komischen Affen. Alter, hier können wir mega fett abräumen. Oder hier hinziehen. Warte mal. Was tust du?
Ich laufe mal hoch und hol mir die anderen Typen da noch. Dass die uns keinen Ärger bereiten. Machen die ja eh nicht. Weißt du, so ein Professor zückt einfach eine Knarre, ist schon klar. Natürlich. Morgan Freeman war doch ein Affe. Hat er mal Knarren gezückt? Ja, ist ja auch ein Professor irgendwie, der Waffen dabei hat, ne? Der Morgan Freeman ist ein Professor, der Waffen dabei hat? Morgan Freeman ist alles. Wusstest ja gut, das stimmt. Nicht? Das stimmt in jeder Rolle und generell alles. Ja, ja, klar. Das ist der Chuck Norris, der Schauspieler. Wobei Chuck Norris auch ein Schauspieler ist. Gut, naja, Chuck Norris ist weniger ein Schauspieler, als er ein lebender Bart. Hörst du dich eigentlich, wenn ich die ganzen Pixel hier hole? Nee, oder? Nö, nö, nö. Ich hab, Huch! Ich hab knapp 6000. Bitte was? Ich hab knapp 6000. Ich hab das Let's Play mit 1000 angefangen. Aber es liegt vielleicht daran, dass ich im Dingens alles weggehauen habe. Ah, das kann sein, ja. Weil zwei Farbskin-Packs. Super. Bitte was? So. War geil, dieses Labor hier. Bin ich froh, dass ich alles aufgeräumt habe. Ach, weißt du was? Die Lampen nehme ich auch mal mit hier. Ich fange an, von oben runter wegzubauen, oder? Ja, ne? Brauchst du gar nicht. Nee, lass mich mal alles mitnehmen. Ich habe doch von den Items das eh schon. Das deckt sich bei mir jetzt alles. Ach ja, stimmt, stimmt. Da musst du dann nicht auch noch. Dafür lasse ich die Fenster ausnahmsweise mal hier. Wir könnten hier unser Haus reinbauen. Jetzt zu spät. Nee, jetzt haben wir ja aufgeräumt. Ja, außen finde ich, ich finde es hier nicht wirklich gemütlich, oder? Nee, das stimmt. Das ist alles so eisenmäßig. Wobei, ich als Roboter fühle mich hier natürlich wohl. Ja, das stimmt natürlich, aber ich als Affe brauche natürlich ein bisschen mehr Natur. Soll ich die Fensterscheiben vielleicht mitnehmen? Nee, Fenster haben wir auch genug eigentlich. Also kannst du gerne machen. Achso, nee, gut, wenn wir genug haben, dann... Dann nicht. Hast du das jetzt komplett leergeräumt, das Labor? Ich habe die Lampen aus Versehen stehen lassen und ein paar Querbalken, glaube ich. So. Also das war nicht so herausfordernd. Aber wir sind natürlich auch momentan wieder im Alpha-Bereich. Ja, bei einem Beta-Dingens hatten wir sowas zum Beispiel gar nicht gefunden. Also schon auch gefunden, aber halt jetzt irgendwie finden wir hier schneller mal was. Ich habe im Singleplayer habe ich sogar ein Labor gefunden, so richtig mit Jump'n'Run-Rätseln, wo du halt durch lauter Blitze durchspringen musst und sowas. Und das eine ganze Weile lang. Das war schon ziemlich krass. Schade, dass du das immer nur offscreen findest. Ja, das ist eine Katastrophe eigentlich. Oh, jetzt nehme ich das alles mit. Oh, naja. Dass hier gerade noch alles voll war. Ja. Mit Wissenschaftlern, mit Equipment. Alter, wir sind so mies. Wie hießen wir? Geißel der... Die Geißel der Galaxis. Galaxis, genau. Genau. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ich habe mir gerade überlegt, wie geil es wäre, wenn der Regen von den Fensterscheiben abperlen würde. Boah, das wäre auch krass. Oh, das ist saurer Regen. Toll. Das wird auf jeden Fall unser Planet. Ich glaube auch. Scheiße. Für den Letzte macht die Lichter aus. Oh, draußen im Regen steht ein schönes... Wieso macht das den Tieren eigentlich nichts? Die sind das gewohnt. Oh. Nee, ich wollte nur... Tschüss! Alter! So. Toll, dass das Inventar gerade noch mega aufgeräumt war. Alter, jetzt schon wieder alles zugeschissen. Ich habe mal meinen Timer mitlaufen lassen. 8 Minuten. In 8 Minuten? Ja, echt? Bei mir sind es 9 Minuten 30. Ja, ich habe ein bisschen später angefangen. Ah, okay. Was habe ich denn hier? Konsole-Keyboard. Aha, aha, aha. Ja, ich bin echt fast wieder voll jetzt. Das gibt's ja gar nicht. Wir können doch nicht in jeder Folge immer nur Kisten einräumen und dann auch zwischen den Aufnahmen Kisten einräumen. Das geht doch nicht. Was läuft denn falsch bei uns?
Wir müssen jetzt einfach eine Bleibe finden, endlich. Ja, das auf jeden Fall. Also ich räume gerade das Nötigste, räume ich jetzt einfach mal ein. Huch, was ist das denn? Damit wir wieder was bauen können. Ah. Ja, will ich auch mal wieder. Was Eigenes bauen und nicht nur mal nur fremde Sachen abbauen. Das wäre schon... Das ist verlockend. So, Assistance Block. Ich habe ein paar Codex-Einträge gefunden, wie es aussieht. Einen einzigen. Assistance Block Teil 1 oder welchen? Nee, Teil 4 nur. Den lese ich mal ganz kurz, aber den lese ich nicht vor, sondern da warte ich, bis ich die komplett habe, sonst lohnt sich das nicht. New Codex Noun. Und ich habe Wissenschaftlerhosen mitgenommen. Wissenschaftlerhosen? Hast du vielleicht auch von irgendwem Kleidung gefunden? Da können wir ein schönes Wissenschaftlerkostüm zusammenstellen. Nee, gar nicht, komischerweise. Das ist ja merkwürdig. Ich habe nur zwei Waffen gehabt, aber die hatten einfach nur 10 DPS, die habe ich gleich weggeschmissen, weil... Ah, okay. Also ich baller hier mal ganz kurz den Krempel rein, den ich hier... wo ich das auf die Schnelle finde, weil ansonsten, ich will mich jetzt nicht allzu lange damit aufhalten, den ganzen Scheiß hier einzusortieren. Ja, ja, klar. Aber ein bisschen Inventarplatz hätte ich natürlich auch gerne mal. Zack, das kommt da rein. Zwei Affenmonitore hatten wir, glaube ich, aus irgendeinem Grund hier. Ah, weil das die Affenstadt war. Komisch, dass die Affen so eine 70er-Jahre-Stätte haben, aber auf der anderen Seite dann so eine Hightech-Labors. Ach, warte. Echt, ist das alles nur... nach außen hin so eine Täuschung. Hm? Aber die Waffen, die Affenlabors sind doch super eigentlich. Nee, vielleicht ist das nur eine Täuschung, so diese Mittelalterstädte so und dann... vielleicht arbeiten die ja zusammen. Das kann sein. So, hier Life Support, pack ich mal da rein. Green Lamp Pot oder hier Brain in a Jar, finde ich sehr schön. Gehirn im Glas? Finde ich gut, dass wir das jetzt haben. So, ansonsten... haben wir hier noch da Tische. Tische. Folterstation haben wir jetzt auch 3. Dann von den netten Science-Fiction-Stühlen haben wir 18. Das ist doch schon ganz geil eigentlich. Da können wir eigentlich schon was Schönes aufbauen. Ja. Die haben wir dann nicht drin? Nee, komisch. Cool Cupboard haben wir denn? Haben wir auch nicht drin. Was ist mit der dritten Truhe? Ach, die dritte Truhe ist ja noch leer. Dann hau ich doch da einfach mal das da rein, das da rein, das da rein. Das da, was habe ich hier? Obby Science, Affenposter, Big Ape TV, sieht auch ganz cool aus. So, Poster und sowas, wo haben wir die? Warte, die hatte ich vorhin noch gesehen gehabt. Warte mal, hast du mir sogar noch gesagt, wo wir die haben, warte. Was hier hinten? Nee. Hier, ah, hier, aber da sind... ah, in der letzten, genau. Die kriege ich auch noch rein, ansonsten habe ich noch eine Menge andere Affenposter. Schreibtischstühle kriege ich ja nicht mehr rein. Doof. Hier sind Klappstühle drin, aber keine Schreibtischstühle. Und die anderen Poster, naja, da muss ich wohl oder übel erstmal mitführen. Wir müssen doch langsam mal echt einen tollen Planeten finden. Hm. So, und eine Wissenschaftlerhose tue ich mal in unsere kleine Klamottenkiste hier. So, dann brate ich mir nochmal schnell einen Storch. Ach, du stehst gerade vor der Trommel. Ach, das ist egal. Oh, warte. Nee, macht nichts. Ich hab irgendwo wieder... wieso habe ich 6 Fleisch eigentlich? Wir haben doch wohl nicht die Wachen geschlachtet und haben die ausgenommen. Oh, das... ah, Affenfleisch. Ey. Warst du zum Kannibal oder was? Das ist doch egal, lecker Affensteak. Tja, das war dann wohl auch nicht der Planet. Mann, ist das ätzend. Da müssen wir wieder einen neuen Planeten angehen. Wir müssen doch irgendwo heimisch werden. Vor allem, so weit sind wir jetzt schon gereist. Wir haben nie einen Terplaneten gefunden. Das stimmt, das ist eigentlich echt frustrierend. Ja. Da muss ich ja echt mega Schwein gehabt haben damals. Hm. So, hier haben wir ganz viele Planeten. Das ist alles nicht so der wahre Jakob. Arid. Die Erde selbst ist ja kein trockener Planet, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich hab schon geguckt. Ah, hier habe ich schon geguckt. Verdammt. Was machst du gerade? Sortierst du noch ein? Naja, ich guck gerade noch. Ich habe noch so ein Bananenposter, was ich nicht so hinkriege. Das kannst du mir eigentlich zuwerfen, weil ich habe davon auch noch welche im Inventar. Ah, sehr gut. Gibt's hier so einen Kevin Costner Planet? Kevin Costner, also ein Waterloo oder was meinst du? Waterworld, nicht Waterloo. Ach ja, stimmt, Waterloo war was anderes. Huch, wo ist das Poster hingeworfen? Oh, zu weit.
Entschuldigung. Ich glaube, da kommen wir auch gar nicht rein. Echt nicht? Wollen wir nicht. Ah, doch. So, hier sind lauter rosa Planeten. Hier ist noch Forest 1. Boah, was das an Kohle kostet, mein lieber Freund. Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken. Gibt es vielleicht nur Planeten, wo Gift mit Forest, also wo Forest ist, wo dann immer Gift ist, oder? Was? Keine Ahnung. Ach so, okay, das. Ich versuche gerade unser Unglück zu erklären, warum wir immer Pech haben. Ach so. Vielleicht gibt es halt immer nur bei Forest-Planeten, vielleicht ist da immer Gift. So, jetzt habe ich es. Nee, eigentlich nicht. Vor allem im Trailer zu Starbound habe ich ja schon so tolle Landschaften teilweise gesehen. Wobei wir natürlich jetzt auch nur die Forest-Planeten abfliegen. Vielleicht sollten wir auch mal die anderen abchecken. Irgendwie so Desert und Pipapo und mal Lila-Planeten. Ja, genau. Einfach mal überall rumgucken. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir dann unseren ganzen Krempel nie wieder loswerden hier. Dass wir nie eine Heimatbasis finden und dass wir immer mehr Kisten brauchen. Oh weh. Wir brauchen ein größeres Schiff. Wir bräuchten die Queen Elizabeth im Weltraum. Der Planet unten sieht gut aus. Die sieht ja aus wie die anderen auch. Nein! Willst du mich wohl verarschen, ey? Das darf doch nicht wahr sein. Gleich, mich wundert, dass wir da nicht drin gespawnt sind. Ja, hätte mich auch nicht gewundert. Alter. Huch. Ja, was ist denn da drin? Toxic cool. Lamp? Toxic Chest Blueprint. Ah, okay. Ja, ich hab's leider nicht gesehen, weil du warst so schnell. Was? Oh, warte mal. Der Planet ist vielleicht doch gar nicht so schlecht. Ach, sind das diese Dings? Ah. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, weil das doch Pflanzen sind. Yeah, geil. Okay, dann frischen wir hier unsere... Wir wollten hier nur hinfliegen, um unsere Vorräte aufzufrischen an, weißt du schon. Ja. So, ich lass dich mal sammeln gerade. Jo, jo, jo. Ich hab davon eh noch genug. Also nicht genug, aber ich hab davon noch. Ich fliege. Huch. Ich muss dazugeben, ich mag diese Planeten mit niedriger Schwerkraft. Ja, weil man da so schön fliegen kann quasi. Ja. Ich bin der König der Welt. Oh, völlig losgelöst. Vorsicht. Techno-Krokodile greifen an. Ach. Die sind lieb. Egal. Oh. Oh, noch eine Kiste. Toxic Chest Blueprint. Hey, haben wir gleich zwei, siehst du? Geb ich dir dann mal, weil dann kannst du auch lernen, siehst du? Ja. Input, Input! Johnny 5 lebt! Alter! Boah. Okay, also an Waden wickeln wird es uns nicht mehr fehlen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich denn? 340. Aber auf dem ersten Planeten, wo wir damals unser Haus gebaut haben, gab's das auch, ne? Diese ja. Hä, wieso stehst du denn da? Du springst den anderen hinterher? Hm, was? Bist du da wirklich gerade hinterher gesprungen, um die ganzen Sachen schnell aufzusammeln? Nee, ich hab da nur gestanden, damit ich das kriege, damit es nicht ins Gift fällt. Ach so. Vergiss es. Trotzdem lustig. Voll sinnlos. Boah. Hast du dich gerade selber vergiftet? Nein. Ach, schön. Ach, wir haben jetzt auch Dings hier aufgesammelt, ne? Samen von den Dingern. Dass wir die anbauen können. Was lachst du denn schon wieder so dreckig? Hm? Na, ist schön die Schwerkraft hier, ne? Ja. Oh, eine geile Tanne. Boah, geil. Boah, guck mal, wie schön. Hast du schon rausgelootet? Ja. Alter, bist du schnell.
Respekt. Das kommt von dir. Respekt. Ja, ja. Das ist das Verzweiflungslooten. Oh nein. Ah, die Tannen hier, das finde ich schon wieder schön, muss ich sagen. Ne, finde ich auch. Oh, Weintrauben. Lecker. Oh. Wie sich das anhört, wie in Vietnam. Bam. Die Waffe ist aber auch krass, muss man einmal sagen. Ja, da hat's ja nicht mal bei den Beta-Sektoren Probleme. Nee. So. Der Schlägertrupp aus dem Weltraum, Alter. Ja. Komm, auf jedem Planeten verprügeln die Einwohner, beklauen sich alles und verpissen sich wieder. Hier sind die modernen Pfefferkörner. Nur in brutal. Hier sind immer so schöne Rohstoffe an der Oberfläche, aber ganz ehrlich, momentan will ich gar keine sammeln. Nee, das ist auch nicht das eigentlich, was wir brauchen. Wir brauchen endlich mal einen schönen Planeten. Konsequenterweise müssten wir jetzt hochbeamen und abhauen. Huch, das habe ich dir jetzt gerade. Aber die Neugier, die ist doch irgendwie größer, ne? Wer weiß, was hier jetzt noch kommt. Oh. Man fragt sich vor allen Dingen immer auf diesem Planeten, wenn man so runterbeamt, ob da nicht noch irgendwas Interessantes drauf ist. Ja. Vor allem, man hat ja nur die Oberfläche so ein Stück gesehen, ne? Ja. Oh, guck mal hier. Wer weiß, was unten noch ist. So, ich habe übrigens oben 2000 Holz in den Ofen gepackt. Ich hätte auch noch 3000 im Angebot. Ja. Hm. Können wir ja alles mal einsmelten, aber dann brauchen wir auch bald wieder Holz. Ich einfach immer nur Luft schlage, damit die Knochen fliegen. Hallo! Stell mal vor, es gäbe Munition bei dem Ding. Boah, wäre super. Wir kriegen ja später eh noch Schusswaffen und sowas. Da freue ich mich auch schon drauf. Das glaube ich. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, auch bis wir so Bohrer und sowas haben. Das dauert noch. Ja, der Planet ist super. Ja, ich glaube, wir können hier abhauen. Oh, warte. Wie ich die alles ins Inventar mogle die ganze Zeit, ist aber ein Traum. Boah, geil, hier oben ist ja toll. War das jetzt Ironie oder? Bisschen. Okay. Hey. Die nehmen wir noch mit auf jeden Fall, wenn wir schon mal hier sind. Diese komischen Pflanzen hier. Schmuggle ich hier auch mal in die Tasche. Ey. Weißt du, er kommt erst friedlich angeflogen und dann. Zack. Hui. Was eigentlich mit diesen, ich wollte gerade fragen, diese Dinger in dem Boden, sollen wir die auch mitnehmen? Ich nehme die einfach mal mit, weil die kann man ja essen. Okay. Das sind Seeds und essbare Dinger. Hat's ja voll gebracht, dein kleiner Trick. Fick dich, ne? Wenigstens, wenn ich unser Haus dann anzünde. Alter, wie mies ist das denn hier? Au! Oh, oh. 100 Pixel. Mist. Ja, ja. Hey, da liegen noch. Ah. Nee, sind das Karotten? Nee. Ach, das ist Kupfer. Meinst du, Karotten, die in der Erde wachsen? Oh, ja, es sah so aus, über der Erde sah das aus. Ach,
Ach, geil. Hm? Komm mal schnell. Was ist das denn? Guck mal. Get geil. Out. Was ist das denn für eine Psycho? Boah. Ja, das ist eine Kamera. Ja, nimm ich alles mit, nimm ich alles mit. Ach, oder nimmst du mit, dir ist ja egal. Ist das ein... Was? Alter. Touchscreen. Ey, das ist ein Fingerprint-Scanner. Cool. Ja. Das ist ja geil. Da werden wir später viel Freude dran haben, wenn wir in 50 Folgen mal unser Häuschen finden. Ich habe aber auch schon das Gefühl, dass das irgendwie das Highlight jetzt war. Ich glaube auch. Auf dem Blenden gibt es wahrscheinlich sonst gar nichts. Das mit dem Get Out, mit dem Blut geschrieben, finde ich aber ganz cool. Das kommt auf jeden Fall in meinen Sinn. Ach. Oh, warte mal, warte, wir müssen weg, wir müssen weg. Das ist eine ganze Stadt. Klappt es da unten oder soll ich dir helfen? Nee, ich habe keine Monster mehr. Ich bin gerade nur ein bisschen vergiftet. Hi. Not shooty sing. Ach, das ist ja süß. Guck mal hier. Ja, was ist das für ein Volk? Cool, das kenne ich noch gar nicht. So ein Steinzeitvolk. Florana. Ich habe von dem nur mal einen Knast gefunden. Achso, wir müssen die Knarre wegpacken. Ja, ich habe nur ein Fleisch in der Hand. Oh. Ich sitze hier nur. Das ist ja schön hier, ne? Hä? Das ist geil gebaut. Oh. Mögen die keine Affen? Nee, die mögen keine Knarren. Ich hatte außerdem das Schwert in der Hand. Okay. Ach geil, guck mal hier, der Baum. Ja, ja, das ist total geil gebaut. Boah, und diese Kiste hier, da sind ja... Oh. Oh, der kleine Langfinger wieder, der kleine Langfinger-Androide. Was? Weißt du, was wir jetzt für ein Problem haben? Hm? Du weißt ja, was wir gleich tun werden. Ich weiß das, ja, aber ich weiß noch nicht, wohin damit. Genau, das ist das Problem. Oh, geil, hier eine Weißwurstablage. Guck mal da oben. Ich habe einen Ophal-Blueprint gefunden. Cool. Ein was Blueprint? Ophal oder Ophal. Ich weiß es, keine Ahnung. Frag mich nicht, was das ist. Ich tausche gegen ein Chess-Blueprint. Nein, ich gebe das auch so. Das ist schön hier, die Lampen sind auch geil und alles. Ja, die tun mir fast schon ein bisschen leid, die Leute hier. Ja, ne? Die könnten es so schön haben. Es wäre doof, wenn da bei irgendwas passieren würde. Das wäre unverantwortlich. Ja, weil das hier auch so beschaulich irgendwie ist. Du räumst oben schon leer, ne? Nee, komm mal bitte her. Ich habe das perfekte Ding für dich gefunden. Hier sind die Türen offen, da ist der Tobi auf jeden Fall vorbeigekommen. Hey, guck mal, hier sind über Blumen. Guck mal. Boah, geil. Du, ihr Eier! Doch das perfekte Geschenk für einen Affen. Und so ist Brasilien entstanden. Boah, Alter, wie schade das wäre, wenn mir das passieren würde. Ja, das könnte ich mir nicht verzeihen. Traurig auf jeden Fall. Aber die Architektur ist echt cool mit dem Baum, so finde ich. Finde ich geil. Ne, finde ich auch. Ich sitze hier nur. Dass die uns überhaupt trauen, wundert mich. Das wundert mich auch. Vor allem, nachdem plötzlich alles leer ist. Alter, bist du irgendwie schneller als ich? Ich bin professioneller Treppenhinabsteiger. Ach so, deswegen. Auch Purzel, staatlich anerkannt. Purzel. Hä? Wie bist du denn da jetzt durchgekommen? Einfach runterdrücken dann. Man kann auf den Kisten stehen hier. Ach so. Ach, guck mal, er wieder. Ich hab dir was drin gelassen. Wird dir gefallen. Mhm. Doch, ohne Scheiß. Kannst du behalten. Traust du mir nicht? Oh, hier ist eine Kiste, die du übersehen hast. Pirate Pants, geil. Ich hab Kohle. Ich hab gerade eine Kiste geklaut. Alter, wie schnell der Typ ist. Alter, das gibt's doch nicht.
Oh, Waffe weg, stimmt ja. Oh. Ach, haben wir eh schon. Ja, ja, ist der Pulse-Jump Blueprint, super. Ja. Und ich krieg natürlich auch wieder die Kiste, ist klar. Ja, fangen wir von hinten an, oder was? Hm? Was? Fangen wir von hinten an aufzuräumen? Weiß nicht. Töten wir die Menschen? Also, Menschen sind's ja nicht, aber töten wir die Bewohner? Das wäre fies, oder? Ich glaube auch. So krass eigentlich. Na? Bleib stehen! Wir müssen oben noch aufräumen. Ach ja. Ich geh ins andere Haus. Okay. Ich glaube, der hat Angst gehabt. Verstehe ich nicht, warum? Wir gewähren doch einen gnadenvollen Tod, einen schnellen vor allen Dingen. Sind wir böse, ey. Ah, okay. Ach, die Floraner mögen es nicht, wenn man die umbringt, hat er gerade gesagt. Nicht? Das erklärt vielleicht, warum die ein bisschen aufgebracht reagieren. Ja, kann ich aber gar nicht verstehen, also. Weiß ich auch nicht. Man kann es ja auch übertreiben, weißt du? Ich meine, wir kommen hierher, wollen die einfach freundlich ausnehmen und umbringen. Da muss man ja auch ein bisschen. Mal ein bisschen Respekt für zeigen, finde ich. Oh. Ja. Also, sehr undankbar auch. Ne, finde ich auch. Habe ich eigentlich die Bomben noch dabei? Ah, ich habe die auf dem Schiff gelassen. Doof. Ich habe 15 Stück dabei. Ich kann dir welche geben, wenn du willst. Ich komme mal zu dir und dann gucken wir uns das mal an. Das machen wir mal. Aber das dann Angucken machen wir am besten in der nächsten Folge, oder? Wo bist du denn? Bist du noch im vorherigen Haus? Ah ja, da leben noch alle. Eins zurück bin ich gegangen. Ah ja, ich sehe schon. Ich mich mal runtergejumpt. Hallo! Ja, dann würde ich mal sagen. Gibst du noch schnell die Bomben? Dann zieh ich die Bomben nochmal ganz schnell hier auf den Slot. Da wird ja Bomben, hör mal. Das wäre bombig. Juhu, freue ich mich. Ja, in der nächsten Folge räumen wir hier ein bisschen auf, weil hier sieht schon ein bisschen, ne, schäbig aus hier. Ja, ist schon nicht so geil. Nee, kann man besser machen. Genau, da geben wir uns echt Mühe, dass wir das hinkriegen. Das wäre schön. Würde ich mich auch freuen. Ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.